Herzlich willkommen am zweiten Tag von der Gamescom. Der Tag beginnt gleich super, weil neben mir steht der Tommy Krabbeis und der Norman. Man muss wissen, dass der Tommy der Bernd das Broterfinder ist. Wir beide. Sind beide Bernd das Broterfinder. Richtig, und zu Bernd das Brot gibt es jetzt ein Spiel. Und da wollen wir doch gleich mal wissen, was das für ein Spiel wird. Was das eigentlich soll. Eben. Genau, das kann der Norman total gut erklären, der hat nämlich das meiste davon geschrieben. Also Bernd das Brot, das Spiel. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Sehr gut bis jetzt. Genau, weil ich bin ein großer Fan von Point-and-Click-Adventuren, schon seit sehr langer Zeit. Und für einen Ego-Shooter hat Bernd halt viel zu kleine Arme. Also kurze Arme, keine Knarre. Für einen Jump'n'Run wäre es auch wirklich schwierig geworden. Er springt so Maximum und dann fällt er meistens hin. Und insofern haben wir gesagt Point-and-Click, weil da kann man dem Bernd sagen, was er tun soll. Und er hasst dich dafür. Und ja, und deswegen... Genau. Was gibt's Schöneres, als mehrere Stunden lang von einem Brot gehasst zu werden? Ja, da kann ich mir echt Schlimmeres... Also wenig, aber bestimmt, wenn ich lange drüber nachdenke, was ausdenken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ja oder nein. Ich mache einfach mal einen Kreis. Genau. Welche Zielgruppe wollt ihr denn mit dem Spiel erreichen? Also ist es nur was für Kids oder haben die Erwachsenen auch Spaß? Also ein Point-and-Click ist ja auch so, wenn du jetzt als Sechsjähriger versuchst, du erinnerst dich vielleicht noch, ja, wie das so war vor 2 Jahren, wenn du da versuchst, ein Point-and-Click zu spielen, das könnte schwierig werden. Das richtet sich selbstverständlich an die Älteren. An die, sag ich mal, Jugendlichen, wie man früher gesagt hat. Und Erwachsenen. Es sind ja auch so Pointen drin, wie Bernd fragt, bist du Gott? Und die Stimme sagt, nein, ich bin der Spieleentwickler. Also die sind halt schon ein bisschen spezieller. Genau, also es ist eher so 14 bis 49, sagen wir mal. Ja, oder? genau. So 12 eigentlich, bis 1000. Aber auch die Sechsjährigen können spielen. Es ist schön bunt. Nur nicht lang. Man kann drauf rumklicken. Doch, sie können sehr lang spielen. Die bleiben halt immer in demselben Bildschirm, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Also bei Bernd ist es ja wie damals bei der Muppet Show, wo alle dachten, es wäre Kinderfernsehen. Der funktioniert immer für fast jede Altersgruppe. Und bei dem Spiel ist es bis auf die reine Spielemechanik so. Das kann man natürlich auch spielen, wenn man kleiner ist. Aber und die Frage ist, warum... Was sind wir? Sind wir eigentlich 0? USK 0, ja. Also, klar, also dürften Sie. Super. Also das, wie gesagt, vom Kika, da achten wir schon drauf. Genau. Also es ist nicht, wie gesagt, kurze Arme, keine Knarre. Ja, genau. Schade. Wann kommt's raus, was kostet's und warum soll ich spielen? Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Warum soll ich spielen? Warum war du der letzte Teil? Weil es wahnsinnig lustig ist tatsächlich. Weil wir nicht nur Pointen über das Game und über die Handlung und über alles andere, was um Bernd rum ist, sondern auch um Point-and-Click an sich, um Gamer und alles das. Und die Frage davor war, wann kommt es raus? Und sind wir die beiden, die nicht wissen, welcher Tag heute ist, Sekunde. Welches Jahr? Sebi? Sebastian Voss, bitte, 21. Es kommt eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Wir spielen jetzt. Am 12. September. Hab ich gewusst? Genau. Die dritte Frage war, was kostet es? Sebi, was kostet es? Es kommt in einer Steelbox-Sonderedition erstmal raus. Deswegen 29,99 in einer Metall-Brotbox mit einer Bonus-DVD. Sehr geil. Ah, mir fällt noch was ein. Wir haben tatsächlich wahrscheinlich relativ einzigartig für einen Pointed-Click die ganze Musik von Hand eingespielt. Also wirklich live im Studio reingedudelt. Wir haben einen Rocksong komponiert über Lamas. Das spielt das Spiel, dann macht es Sinn oder auch nicht. mir hat es noch Sinn gemacht vor einem halben Jahr. So in dem Stil, weißt du, wie diese 60er Batman-Serie mit sehr viel Surf-Sound-Gitarre und so. War sehr, sehr lustig. Das war sehr aufwendig, aber sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr beide wirklich selber im Studio gestanden gemacht? Der Norman... Ich bin der Einzige, der nicht Musiker ist. Unser Tonmann, der läuft dort hinten mit einer Lederhose rum, weil wir hier bei der Bavaria sind. Aus Überzeugung. Toulieu. Und lustig ist auch, dass der Norman kam eigentlich nur und hat gesagt, ich brauche einen Song über Lamas. Dann war es einen Moment still im Raum. Genau, und dann ging ich wieder raus, weil sie guckten mich alle an. Und dann hatten sie ruckzuck einen Song über Lamas, den ich besser mir hätte nicht ausdenken können. In deinem Fiebertraum. In meinem Fiebertraum. Ja. Und es ist erstaunlich, was man alles für Reime mit Lamas machen kann. Ich wollte gerade sagen, alles reimt sich auf Lama eigentlich, ja, ne? Genau. Ob Lama. Ja. Ob Lama. Drama. Genau, wie gesagt, wenn ihr den Lama-Song hören wollt, kauft euch das Spiel. Das Spiel oder klaut es irgendwo. Ja. Und bezahlt was. Genau. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein. Das hat keinen, oder klaut was anderes in dem Laden, aber kauft unser Spiel. Genau. Klaut einfach irgendwas daneben. So
Irgendeins, wie kann man denn daneben klauen? Naja, weiß nicht. Achso, das, was neben dem Spiel ist. Ja. Außer da ist auch unser Spiel. Dann das haben wir gerade zu Diebstahl aufgerufen. Das haben wir natürlich nicht gemacht, meine Damen und Herren. Wir haben niemals, außer Lars Henschleit damals, okay, er war 16, er hat es geklaut. Ich bin aber nur mitgelaufen. Mama, da war ich... Das... Scheiße. Ich glaube, der Reporter stellt jetzt entweder noch eine Frage oder hört jetzt auf, weil bevor er sich um Kopf und Kragen redet. Schnell, frag was. Sollst du noch irgendwelche beichten? Das war wirklich die dümmste Frage, die du hättest stellen können. Ich weiß. Ja. Ich hatte das erste Mal mit 14 und das war ganz witzig, weil... Bring das zurück, das war, glaube ich, irgendwie dieses SimCity. Es war auch scheiße, das Spiel. Aber der Lars Henschel hat es geklaut. Ich bin hinterher gelaufen. Lars, grüß dich, falls wir uns, haben uns lange nicht mehr gesehen. Der Kosige hat. Der Kosige hat. Der Henschel, Lars Henschel. Egal, vergiss es. Nein, bitte. Ich gehe. Ja. Du machst das ganz toll. Hier rein. Da. Ich bedanke mich bei den beiden fürs tolle Interview. Wir würden wahnsinnig gern so effektvoll aus dem Bild gehen, aber wir haben ja keinen Platz. Ja. Wir können reinzoomen und ihr geht einfach so, ja, okay, so nach unten. Wir können nach unten weggehen eigentlich. Genau. Wollen wir, okay. Mach mal so, dass wir nach unten weggehen können. Also dann,